Das Tomahawk Steak gehört zweifelsohne zu den größten Steaks und mutet aufgrund seiner imposanten Erscheinung auf dem Grill fast schon archaisch an. Für den einen oder anderen Hobbygriller kann so ein Riese schon zu einer echten Herausforderung werden. Aber schon mit ein wenig Übung machst du aus diesem Steak ein echtes kulinarisches Highlight. In diesem Beitrag bekommst du die wichtigsten Fakten über das Tomahawk Steak und ein paar Tipps für die Zubereitung, damit dir dieses Steak auch garantiert gelingt. Ihr möchtet künftig mehr Rezepte, Technik und Hintergrundinformationen rund um das Thema Grillen sehen? Dann denkt bitte daran, diesen Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um keines meiner Videos zu verpassen. Mit einem Daumen nach oben motiviert ihr mich und zeigt, dass euch das Thema Grillen brennend interessiert. Vielen Dank für deine Unterstützung. Das Kriegsbeil unter den Steaks. Das Riesensteak, welches sich in der Grillszene als das Grillstück schlechthin etabliert hat, verdankt seinen Namen seiner markanten Form. Das große Fleischstück mit dem langen Knochen muss wohl die Namensgeber an das legendäre Kriegsbeil der indigenen Volksstämme Amerikas erinnert haben. Der Tomahawk, auch Kriegsbeil genannt, war eine Waffe indianischer Stämme. In Zeiten spannungsgeladener Konflikte wurde das Kriegsbeil ausgegraben und in Zeiten des Friedens wieder im Boden vergraben. Solche Rituale haben sich auch sprachlich in Redewendungen bis heute gehalten. So steht das Kriegsbeil begraben als Synonym für die Konfliktbeilegung. Der spezielle Cut. Der besondere Steak Cut entstammt aus dem vorderen Rücken und wird etwa zwischen dem 8. und 12. Rippenknochen herausgenommen und wird daher sehr häufig als Tomahawk Ribeye bezeichnet. Das Ribeye im Tomahawk enthält dabei den gesamten Rippenbogen. Die Dicke des Knochens bestimmt dabei die Dicke des Steaks. Ein Tomahawk Steak kann unter Umständen bis zu 6 cm dick sein und dabei gut und gerne 1100 bis 1200 Gramm auf die Waage bringen. Das Tomahawk Steak hat eine ausgeprägte Muskulatur und einen hohen intramuskulären Fettanteil. Diese Kombination ist verantwortlich für den guten Geschmack und die zarte Textur des Fleisches. Und mit seiner schieren Größe ist das Tomahawk ein echter Blickfang auf dem Grill. Das Garverfahren. Aufgrund seiner Größe passt das Steak kaum in eine Pfanne. Vielmehr gehört es auf den Grill. Das Tomahawk Steak verträgt viel Hitze und ist schnell zubereitet. Bevor das Rindfleisch den hohen Temperaturen beim Grillen ausgesetzt wird, sollte es zunächst leicht an die Umgebungstemperatur angepasst werden. Dazu wird es eine Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank genommen. Das Steak sollte möglichst schnell bei hoher Hitze angegrillt werden, um ein saftiges Stück Fleisch mit einer schönen Bräunung und Röstaromen zu erzielen. Bei der Zubereitung des Tomahawks kann man zwei Garverfahren anwenden. Entweder das scharfe Angrillen und Garziehen oder das sogenannte Rückwärtsgrillen. Beim scharfen Angrillen wird das Tomahawk Steak bei Temperaturen zwischen 300 und 500 Grad eine Minute lang auf jeder Seite angebraten. Diese Temperaturen werden mittels Gasgrill oder dem klassischen Holzkohlegrill erreicht. Anschließend erfolgt das indirekte Garziehen bei Temperaturen zwischen 100 und 130 Grad für ca. 30 Minuten. Danach wird das Steak in eine Alufolie eingeschlagen und für weitere 10 Minuten ruhen gelassen. Beim Rückwärtsgrillen erfolgt das 30-minütige indirekte Garziehen als erster Schritt. Im zweiten Schritt wird das Steak scharf angegrillt. Die Temperaturen sind dabei die gleichen wie im ersten Garverfahren. Wichtig ist, auf das richtige Timing kommt es an. Mit dem Grillthermometer als Hilfsmittel sollte es jedoch kein Problem darstellen. Die wichtigsten Kerntemperaturen habe ich hier noch einmal in einer Tabelle zusammengefasst. 45 bis 50 Grad ist Rare, 50 bis 54 Grad Medium Rare, 54 bis 56 Grad Medium, 56 Grad bis 60 Medium Well und darüber hinaus ist das Steak dann Well Done. Mir bleibt nur noch zu sagen, guten Appetit, ciao, bis dahin, euer Matthias.